Bonjour! Heute zeige ich euch das Rezept von den Macarons. Ich habe zuerst mal die Rezept von Pierre Hermé probiert. Das ist ein Grand Pâtissier in Paris. Und dann habe ich den von Mercotte, das ist auch eine Bloggerin aus Frankreich, die super Macarons backt. Aber das war auch für mich zu schwer mit dem italienischen Baiser, die man vorher erwärmen soll und so. Und ich habe jetzt mal die beiden Rezepte ein bisschen gemischt mit einem französischen Baiser. Und ich werde euch mal zeigen, wie das geht. Also bei mir funktioniert jetzt fast immer und die werden immer schön fluffig und es gibt immer diese schöne Rand. Also ich hoffe, heute gelingt mir auch. Also ich habe hier 45 Gramm Mandelpuder und Zuckerpuder habe ich 75 Gramm. Dann habe ich noch ein Eiweiß, habe ich auch vorher gewogen, der wiegt 36 Gramm, das ist sehr wichtig. Und da haben wir noch 10 Gramm Zucker. Also zuerst müssen wir ein Puder zwischen mit dem Mandel und dem Zucker. Die werden zusammen gerührt und dann fein gemixt. Ich mache mal. Also ein Löffel und ein Löffel und dann werden dann gemixt. So, also die erste ist gemixt und dann muss man, dass es wirklich ganz fein Puder wird, zwischen so einem Sieb, die muss nicht zu groß sein, reindrücken oder rein. Also einfach so und dann mit so einem Löffel streuen. Und man macht genau das gleiche mit dem ganzen Rest, bis man den ganzen Puder durch hat. So, also jetzt haben wir umgedreht, dass ihr besser siehst. Ich habe jetzt den ganzen Puder gemacht, also diese Mandel- und Puderzucker zusammen durch den Sieb passiert und gemixt. Und jetzt werde ich, ohne zu erklären, weil es wäre ein bisschen laut, ein Eiweiß schlagen. Wenn der anfängt ein bisschen weiß, schaumig zu werden, gebe ich dann 10 Gramm Zucker dazu. Und wenn er anfängt jetzt dann weiß, wirklich schön weiß zu sein, mache ich den Farbe Paste. Es ist immer besser, wenn man Paste benutzt, weil flüssige Farbe macht den Teig dann zu flüssig und die Macaron, wenn man auf dem Blech überall aufteilt, werden dann überall fließen. Also ich fange jetzt mal an. Unsere Baiser sind jetzt fertig und ich mische jetzt mal peu à peu in dreimal den Puder hier rein. Man muss dann am Ende vorsichtig sein, weil die Bewegung ist sehr wichtig, weil sonst wird der Teig zu flüssig oder zu fest.